Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Korra. Ihr seht im Hintergrund, wir haben jetzt diese zwei freundlichen kleinen Typen vor uns. Let's do this. No. Ich sehe überhaupt nicht, was ich mache. Kein bisschen. No. Shit, hey. Holy fucking... Oh, shit. Versuche mich mal ein bisschen auf einen hier zu konzentrieren immer. Wenn ich beide erwische, bin ich nicht böse drüber. So, na? Ich schaff's aber auch irgendwie nicht, den richtig zu blocken, wollte ich gerade sagen. Jetzt endlich. Na? Und bam. Und dann noch diese blöden lila Kreisdinger da schon wieder. Holy shit, Alter. Au, ein bisschen heilen hier. Ist gut, reicht schon wieder. Na? Son of a... Sag mal, are you fucking serious? Hallo? Soll ich mich zwischen deinen Angriffen vielleicht auch mal ganz kurz ein bisschen zumindest wieder fangen? Son of a fuck, hey. Na, boah. Boah, schnell heilen. Jetzt habe ich meine Heildinger gleich wieder aufgebraucht. So, warte, ich werde nicht erst den da fertig machen locker. Nachdem ich schon so gut mit ihm angefangen habe. Und den doch schon relativ weit unten habe eigentlich. Dann kann ich mich auf den anderen konzentrieren, wenn ich den geschafft habe. Ah, come at me, bro. Oh shit, hey. Na? Ernsthaft? Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Na? Komm schon. Geh endlich down, verdammt. Geh endlich down. Endlich. Jawohl. Einen haben wir und Level up. Level up von unserem Luftbändigen zum Glück. Also das Luftbändigen finde ich halt wirklich richtig geil. Und jawohl. Und yes, da geht er down. Puh. Holy shit. Oh, ich hab den Scheiß da unten komplett übersehen, ehrlich gesagt. Komme ich da jetzt noch hin? Ich hoffe. Da sind ja noch Tore übrig. Da sind... Nein! Oder muss ich dich dafür einfach erst fertig machen? Ich hoffe, dass das reicht. Shit. Oh, komm. Jawohl. Shit. Ja, das stört mich gerade fast ein bisschen. Mist, dass ich das... Wie ich das übersehen konnte, hey. God damn it. Okay. So. Na dann. Now, come at me, bro.
Who are you? I am known by many names, but you may call me Hundun, master of the chaotic attack. In my time, I was a king. And now you're just a sad old man. Yes, but one who still has much treasure in the physical world. Treasure enough to buy an army. And thanks to you opening the portals, now they can march right in. Oh, shit. Hey, sure, come on in. Super Erfolg. Fuck, hey, that's not good. That's not good at all. Chapter 7, The Tree of Time. So, der Shop. Have a look around. Da gibt's was Neues. Earth Scroll, Earthquake. Cause an earthquake that staggers all enemies around you. Boy, yeah. Das muss ich mir kaufen, 2x, einmal Y. Ja, den Ball da hätte ich eigentlich schon, der Ice Shot, genau. Ah, raise Earth from the ground, then kick it at your foes. Ah, das war das, 2x Y, okay. Cool. This is useful in battle as well. Soll ich wirklich 80.000 für den Scheiß ausgeben? Was gibt's denn hier noch? Breath flames at enemies after kicking them into the air. Nice. Slam the ground to create rock pillars all around you. Knock enemies into the air with a somersault kick. Aber wir haben so wenig Feuerbücher irgendwie und Feuerrollen. Gibt's fast nix. Spannend. Ich habe keine Ahnung, was die anderen Sachen hier wirklich können. Slowly regenerates health. Das könnte tatsächlich praktisch sein. Triggers a counterattack. Das braucht's nicht. Nee, eigentlich. Halves your attack power, but doubles the amount of spirit energy you earn. Get rich fast! Cool. Doubles your experience. Halves your attack power helps you. Was? This helps you earn more spirit energy with big combos. No one will be able to stop you with this. Ah, halves your health, but doubles your attack power. Ja, so viel Geld brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kaufe mir das jetzt. Und probier's mal aus. Zweimal rechte Taste. Oh, ach so. Was? Der linke Stick plus die rechte. Ach so, wahrscheinlich dann der linke Stick zum Lenken. Come again. I'm home. Ah, was wir noch brauchen? Halt. Ja, I know. Have a look around. So. Sollen wir uns den Spaß auch noch kaufen, was wir uns schon leisten können? Kaufen wir es. Schaden kann's nicht. Was ist da eigentlich noch? Greatly increases your Chi charging speed. It's good to let yourself go once in a while. What? Complete story mode and normal. Damit man das überhaupt freischalten kann. Awakening. Enter Avatar State, das gibt's immer noch nicht irgendwie. Das irritiert mich ein bisschen. Ah, Firebending Level 5. Firebending Level 7. Ah, das ist auch Feuer, okay. Gut, dafür müssen wir unsere Bending-Fähigkeiten noch etwas... Ah, cool, your Chi is fully charged at all times, but your health is halved. Ach du Scheiße. Recommended for Extreme Mode. Ach du Schande, holy shit. Okay. Dann können wir den Spaß hier wieder ausrüsten. I should check my new moves. Okay. Let's go and get them. Das ist Button Mashing. Ich habe mir nicht wirklich gemerkt, was ich wie aktiviere. Mal Luft bändigen. No
through chaos. Oh oh. Oh. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich das jetzt wirklich aktiviere. Ah. Wie war das jetzt? Ich schaff's zwar manchmal, aber keine Ahnung wie. Sag mal. Hä? Kann ich hier das irgendwie kurz anschauen? Mist. Nee. Sehe ich so gerade leider nicht, wie das funktioniert. Ah, springen und dann einfach... Yeah. Wow. Das ist auf jeden Fall von Arm, das Ding. Okay, jetzt habe ich es endlich kapiert. Oh, ich komme nicht mehr runter. Doch. Einfach springen und zweimal RT auf dem Xbox-Controller drücken. Okay. Help me, Cora. What's going on? What's going on? Mein Feuerbändigen ein bisschen trainieren. It hurts. Please help me. I'm on my way. It's all over, Cora. Whoa. That's fucking awesome. Wann habe ich denn den Scheiß gelernt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jawohl. Okay, Rang B. Welcome, Avatar. Take your time. You have all eternity trapped in my illusion after all. When your previous incarnation defeated me 1,000 years ago, I vowed to exact my revenge in this life or the next. Now it's time to settle the score, Avatar. Ach, so geht Feuerbändigen, wenn man wirklich nur recht wenige Leute bekämpfen muss, ist das kein Problem. Ach ja, werden schon mehr. Noch. Komm. Oh, das müsste als Angriff gelten, hey. Das wäre ziemlich cool. Komm schon. I'ma fuck you up, man. Oh, der schon wieder. Mit seinem ekelhaften Elektro-Scheiß da. Genau. Attack. Du hast das sehr gut erkannt. I'm on it. To get him. To get you. Yes, these equalists are so simple. Sprinkle in a few words about the equality okay. They crave. Ich habe mich gerade umentschieden, was die die Taktik anbelangt. Meine Ground-Control-Angriffe mit Luftbändigen sind hier auf jeden Fall notwendig. Wenn es ein paar weniger geworden sind, können wir gern uns andere Angriffe aussuchen. Hey, Level Up! Nice, sehr geil. Also Luftbändigen, das ist einfach richtig geil. Aber ich muss mein Feuerbändigen trainieren. Noch. Und da geht er down. Jawohl. Also wenn nach dem Kampf mein Feuerbändigen nicht auf dem nächsten Level ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ganz ehrlich. Au. Son of a fuck, hey. Hörst du? Sag mal. Hey. Der Typ kotzt mich echt extrem an. They hear the tingle of coins and forget their oh, was sind jetzt die lustigen Leute wieder? Okay, doch wieder. Jetzt muss ich... Oh, komm, hey. Okay.
Maloid. I'ma fuck you up, hey. Shit. Son of a fuck, goddammit. Huh? Yeah. Come on! Come on! Jawohl! Das war mal der erste. Ihr dürft gern beide. Wow, gleichzeitig, wenn ihr wollt. Nein, ich wollte mich gerade noch heilen. Scheiße. Fuck. Come again. This isn't over yet. This isn't over yet. Hör auf meine Worte. Oh nein, nochmal komplett hier. Ernsthaft? Muss ich jetzt alle nochmal? Air Temple? No, can't be. Und vor allem meine Bändigungskräfte sind wieder auf dem alten Level. Verdammt. Das war so nicht geplant. Shit. Yeah, I'm on my fucking way. Noch? Sag mal. Holy shit, hey. Welcome, Avatar. Sup, bitch. You have all eternity trapped in my illusion after all. When your previous incarnation defeated me 1,000 years ago, I vowed to exact my revenge in this life or the next. Now it's time to settle the score, Avatar. No. Jawohl. Und da oben ist dieses coole Windspiel da. Das sie auch im. Oh, dass sie perfektionieren muss. Dass jeder Luftbändiger eigentlich perfektionieren muss. Sag mal. Hey, ich habe ihn mega angegriffen. Es hat ihn einfach mal einen Scheißdreck interessiert, da mit seinen scheiß komischen Ketten. Fucking hate you. Na? Sup, bitch. Hey. Das meine ich. Wenn der einen Angriff vorbereitet, lässt er sich nicht unterbrechen. Wir können schon so kurz vor der Ausführung des Angriffs sein und trotzdem wird bei uns der Angriff abgebrochen. Hey. Let's fucking annoying. So simple. Sprinkle in a few words about the equality they crave, and they dance in the palm of your hand. Mhm, so schaut's aus. Pathetic humans. Nice, Lemma 6000 hier bekommen. Damit kann man sich dann wieder Spruch holen und so Sachen kaufen. Boah. Hey, wie geht denn das? Fucker. Ernsthaft. Na? Sup, bitch. Oh, ich würde gerne meine anderen Bändigungskräfte irgendwie so ein bisschen nebenbei trainieren. Keine Ahnung, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich. Oh, shit, 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 shit. These fools. You fool. Schau mal, wie schnell das geht. Geil und Level 7. That's fucking awesome. Ja, es ist vielleicht ein bisschen langweilig und ein bisschen unfair, dass ich einfach nur den gleichen Angriff spawne und spamme. Aber hey, wenn es funktioniert, funktioniert's. Dann funktioniert's. So, schau mal an. Und mit Feuerbending machen wir ihn fertig. Nice. Fucking nice. You will know the pain.
felt. Oh. Oh shit. Ach, da ist er ja. Sup, bitch. Stay a little longer. Hiya, ferrets versus dragonfly bunny spirits. The spirit world's very own dragonfly bunnies. Chaos versus order. Bunnies versus insecure, frightened, powerless avatar. Round one. Aber wir sind allein, das ist fast ein bisschen unfair. Ah, wir können jetzt hier gerade nur unsere Wasserbändigungskräfte einsetzen. Das ist ja ziemlich cool gemacht eigentlich. Taugt mir echt gut. Na? Komm schon. Jawohl, Nummer 2. Und du. Na? Komm schon, du musst auch noch in die dritte, in den dritten Ring. Jetzt komm schon. Holy shit. Jawohl. Und gleich mal ins Nachgerutscht. I'm not giving up. Warum sollte ich auch? Ich lieg vorne. Ich lieg weit vorne, Leute. Cool. Oh. No. Hey. Fuck this shit. Warum, wie konnten die gleich alle drei wieder nachrutschen? Holy shit. Komm schon. Jawohl. Und du noch. Komm, 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 komm. Komm schon. Oh. What? Wie geht denn das? Ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Hey. Auf mit dem Scheiß. Und wenn ich nur auf... einfach nur so gewinne, weil ich ein bisschen weiter vorne bin. Das reicht ja völlig. Vor allem alleine gegen die drei Spacken da. Shit. Na? Oh oh. Time's up. What? Round two. Ah, round two. Okay. This isn't fair. Hey. They're breaking the rules. Aber dafür können wir auch alles einsetzen, was wir haben. Finde ich gut. No rules, only pain. Da bin ich dabei. Da bin ich ja so richtig dabei, Freunde. Alter, der verliert kaum Leben dadurch. Holy fucking shit, hey. Obwohl das wirklich mein stärkstes ist. Mittlerweile. Also fast neben Wasser ist. Die Luft auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Trotzdem ein bisschen Feuer hier wieder trainieren, ne? Leute. Oh. Shit. Komm schon. You take that. Oh oh. Ah, vielleicht doch lieber wieder sowas hier nehmen. Bevor ich jetzt gleich irgendwie dran glauben muss. Oh, come on. I am ready. I was born ready. Komm schon. Na, Leute.
Ich brauche Leben, wollte ich gerade noch sagen. Verdammt. Yes, I do. Okay. Aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir die Folge an der Stelle hier auch beenden. Den Kampf versuchen wir in der nächsten noch einmal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.